In der Göppinger Malerei erhalten die Gehäuse der schweren Güterzugloks der Baureihe 150 ihre Farbgestaltung. Dabei werden einige Arbeitsschritte vor und einige nach der Lokmontage durchgeführt. Im ersten Schritt bedrucken wir die Lok umgehend im Digitaldruck, umlaufend schon mit einer gewissen Alterung. Im zweiten Schritt wird die Lok dann gealtert von Hand. Das Dach oben wird abgedunkelt. Man bildet hier die Kohleabnutzung der Stromabnehmer nach. Das wurde hier mit einer Airbrush-Pistole ausgeführt. Und im letzten Schritt wird die Lok nochmal im montierten Zustand nochmal gealtert, dass die ganzen Anbauteile und die Leitungen auch den Alterungszustand haben. So unterscheidet sich jede Lok ein wenig von der anderen. Altern liegt im Trend. Ja, also man hört schon immer mehr, dass das interessant aussieht, mal was anderes. Und ich habe das Gefühl, dass das gut ankommt. Die 150-144 präsentiert sich ausgeblichen und gealtert. Im Führerstand 1 befindet sich eine Lokführerfigur. Das Vorbild und auch das Modell ist die Variante mit 5 Stirnlampen, glatte Lüftergitter mit rechteckige Maschinenraumfenster und rechteckige Puffer. Das Dach bei dieser 150 ist sogar noch ein wenig mehr verschmutzt als beim Modell. Neben gemischten Güterzügen standen auch lange Ganzzüge in den Umlaufplänen der robusten Sechsachser. Zu der Baureihe 150 gibt es 2 passende Wagensets dazu. Das sind jeweils 2 Dreiersets mit offenen Selbstentladewagen Pfalz 176. Auch diese Wagen sind gealtert, haben einen Kohleeinsatz als Ladegut. Alle Wagen haben unterschiedliche Betriebsnummern. Und bei einem Wagenset, beim 46239, ist ein Wagen dabei. Da haben wir kleine Schlussscheiben bedruckt aus Metall. Die sind montiert und somit kann man dann noch einen schönen Zug draus machen. Der sich sogleich auf der Halbnullanlage präsentiert. Natürlich kann der Zug beliebig verlängert werden. Es macht Freude, durch die Maschinenraumfenster der 150 zu blicken. Bei Trix wird die Lok ebenfalls in einmaliger Serie erscheinen. Ein gealterter Zug schaut einfach viel realistischer aus, oder? Und Ganzzüge üben stets einen besonderen Reiz aus.